Geschätzte Damen und Herren, den zweiten Teil des Konzertabends beginnen wir wie jedes Jahr mit der Vorstellung unserer neuen Jungmusikerleistungsabzeichenträger und den Ehrungen für besondere Verdienste. Dazu ersuche ich, vor die Bühne zu kommen, die Katharina Astner, die Annalena Hetzenauer, die Carmen Horngacher, die Carina Kruckenhauser, die Romana Weisnecker und die Simone Stock. Meine Damen, bitte da vorne aufzustellen. Weiters bitte ich die lange dienenden und bewährten Kräfte vor die Bühne. Es sind dies der Winkler Raimund, der Rudi Lederwasch und der Werner Siedler. Dazu bitte ich noch Markus Schlenk vom Landesverband für den Bezirksmusikbund, den Winkler Raimund, der heute auch als Geehrter da unten stehen wird, und unseren Obmann-Stellvertreter, den Hannes Huber. Auch dieses Jahr können wir wieder junge Musikantinnen gratulieren und vorstellen, die Prüfungen zum Jungmusikerleistungsabzeichen abgelegt haben. Die Prüfung zum Leistungsabzeichen in Bronze haben erfolgreich bestanden auf der Trompete die Katharina Astner in der Tracht in der Mitte, die Annalena Hetzenauer zu meiner Rechten, also zu ihrer Linken, die Carmen Horngacher, die Klernste, und die Romana Weisnecker daneben. Und auf dem Flügelhorn das Leistungsabzeichen in Bronze mit ausgezeichnetem Erfolg, die Carina Kruckenhauser, das ist die junge Dame neben der Größte. Weil die Größte, die ist die neue Trägerin des Leistungsabzeichens in Silber, das ist unsere Flötistin, die Simone Stock. Meine Damen, liebe Dirndln, ich gratuliere euch im Namen der Musikantinnen und Musikanten auf der Bühne zu euren ausgezeichneten Leistungen. Wir freuen uns schon darauf, dass ihr in Bälde, das gilt jetzt für die drei Damen zu ihrer Linken, bei uns mitspielen werdet. Die Carmen Horngacher, das ist die Kleinste, und die Kruckenhauser Carina, die haben zudem noch vor ein paar Tagen beim Wettbewerb Prima La Musica in Südtirol einen hervorragenden ersten Preis erspielt. Und damit, geschätzte Damen und Herren, ein Sonderapplaus für unseren Nachwuchs. Bevor wir zu den Ehrungen kommen, möchte ich im Namen meiner Musikantinnen und Musikanten unserem Kapellmeister Helmut Thaler ein herzliches Dankeschön sagen für seine Bemühungen. Ich kann Ihnen versichern, es ist nicht immer leicht, Kapellmeister der Bundesmusikkapelle Unterlangkampfen zu sein. Helmut, Dankeschön. Ein halbes Jahrhundert im Dienste der Blasmusik und dazu viele, viele Jahre in Organisationsfunktionen ist in 1000 Worten nicht auszudrücken. Ein paar Sätze darf ich aber trotzdem formulieren. Sie betreffen unseren Bassisten Raimund Winkler. Der Raimund ist seit 50 Jahren Musikant in unserer Kapelle. Davon war er 16 Jahre Obmann und viele Jahre in anderen Funktionen tätig. Musikalisch hat der Raimund als Hornist begonnen. Seit langem ist er aber mit Leidenschaft am und mit dem F-Bass beschäftigt. Neben musikalischer und organisatorischer Eigenleistungen hat der Raimund mit seinen Kindern Hannes, Katharina und Florian auch Musikanten in unsere Kapelle eingebracht. Der Hannes ist arbeits- und studiumsbedingt momentan nicht aktiv und auch der Florian hat eine musikalische Auszeit, ist aber heute unter uns. So wie ich den Raimund kenne, freut er sich auf den Zeitpunkt, an dem das Winkler Quartett wieder komplett bei der Musik, beim Musizieren sein wird. Und wir alle freuen uns mit ihm auf diesen Moment. Nach der Beendigung der Obmannschaft in unserer Kapelle im Jahr 2002 wurde der Raimund Obmann-Stellvertreter des Unterinntaler Musikbundes und repräsentiert in dieser Rolle
unsere Kapelle. Vor 2 Jahren wurde dem Raimund auf Antrag des Unterinntaler Musikbundes das Verdienstzeichen in Silber des Tiroler Blasmusikverbandes verliehen. Heute überreichen wir vom Tiroler Blasmusikverband die Urkunde für 50-jährige Zugehörigkeit zu einer Musikkapelle. Raimund tragt die dazugehörige Medaille mit Stolz. Wir Musikanten wünschen dir auf dem Weg zu den nächsten Ehrungen, die altersbedingt jetzt im 5-Jahres-Rhythmus folgen werden, Gesundheit und ein Mordsgaudi mit deinem Boss und deinen Musikanten. Gratulation. Für einen haben wir heute eine Ehrung vorbereitet, der mit Sicherheit überrascht ist oder überrascht sein soll. Deshalb steht er auch nicht auf der Konzerteinladung bei den zu Ehrenden, aber jetzt vor der Bühne. Es betrifft unseren Klarinettisten Werner Siedler, vulgo Rino. Der Rino, geschätzte Damen und Herren, ist einer, den wir uns in unserem Verein nicht wegdenken könnten. Als Notenarchivar leistete er bis dato mehr als nur Notwendiges. Als Musikant ist er einer, der situationsflexibel ist. Angefangen hat er als Klarinettist, spielte, wenn es notwendig war, Saxophon und tobt sich seit geraumer Zeit an der Bassklarinette aus. Dass der Rino seine Instrumente allesamt selber kauft, versteht sich bei ihm von selbst. Und auch, dass er seiner Freude mit der Blasmusik freien Lauf lässt. So spielte er in der Vergangenheit auch bei der Tiroler Kaiserjägermusik und immer dann, wenn es der Terminplan erlaubte, auch bei den Oberlandkampfner Musikanten. Wäre der Rino, ganz nüchtern gesagt, nicht nach einer Reiberei mit dem Kapellmeister ein paar Jährchen fremd gegangen, er spielte in dieser Zeit gänzlich bei den Musikanten in Oberlandkampfen mit, wäre er schon im Jahr 2011 reif gewesen für die Ehrenmitgliedschaft in unserer, in Wirklichkeit in seiner Kapelle. Voraussetzung dafür ist die 40-jährige Zugehörigkeit eben zu unserer Kapelle und da zählen die Oberlandkampfner Jahre nicht. Aufgeschoben war nicht aufgehoben. Rino, los mal zu. Ich habe da eine Urkunde, da steht Urkunde, die Bundesmusikkapelle Unterlandkampfen hat den einstimmigen Beschluss gefasst, ihren Musikkameraden Herrn Werner Siedler, vulgo Rino, steht aber nicht drauf, zum Ehrenmitglied der Musikkapelle Unterlandkampfen zu ernennen. Dies geschieht in Anerkennung und Würdigung seiner besonderen Verdienste um die Musikkapelle, deren Wachsen und Gedeihen er maßgeblich prägte. Rino, ich übergebe diese Urkunde jetzt dem Obmann Stellvertreter und der soll sie im Namen aller Musikanten an die überreichen. Der Rudi Lederwasch, nicht Lederwascher, wie in der Einladung fälschlich gedruckt, ist einer, der einen ganz besonderen Platz in unserem Verein hat. Der Rudi war in jungen Jahren beruflich als Zöllner an allen Landesgrenzen eingesetzt. Als er sich mit seiner Familie in Langkampfen niederließ, begann der älteste der 3 Kinder, der Gerhard, bei uns Klarinette zu spielen. 2 weitere Musikanten, die Heidi und der Manfred, sollten folgen. Der Rudi war als Chauffeur bei den Musikstunden vom Gerhard immer dabei und wurde vom damaligen Kapellmeister daraufhin angesprochen, ob er nicht auch ein Instrument erlernen wolle. Es wurde das Saxophon und dieses spielte der Rudi bis vor ein paar Jahren, solange bis ihn eine tückische Krankheit ereilte und das Spielen nicht mehr möglich war. Der Rudi ist aber auch heute noch mit Leib und Seele Musikant. Zwar ist es nicht mehr das Klangliche, das er bei uns einbringt, es ist das Dokumentarische, als langjähriger Produzent unserer Bilddokumentation. Es ist das
Kritische, als ständiger Betrachter unseres Außen- und Innenlebens, und es ist das Verlässliche, das er in seiner ganzen Musikantenzeit und auch als Funktionär an den Tag gelegt hat. Als junger Zöllner war der Rudi Langläufer im Sportkader der Zollverwaltung, und dort hat er das Kämpfen gelernt. Mit seiner ganz besonderen Art des Kämpfens hat er seine Krankheit schon mehrmals besiegt und anderen Schicksalsschlägen mit positivem Zugang zum Dasein getrotzt. Letztes Jahr hätte der Rudi bereits an dieser Stelle geehrt werden sollen. Damals war es aber nicht möglich. Darum freuen wir uns umso mehr, dir, lieber Rudi, heute zu 40 Jahren Mitgliedschaft in einer Musikkapelle gratulieren zu dürfen. Damit verbunden ist die Ehrenmitgliedschaft in deiner Kapelle, die wir dir heute mit Stolz überreichen dürfen. Rudi, gleicher Text wie beim Rino für die, ich zitiere nur mal die letzten drei Zeilen: Dies geschieht in Anerkennung und Würdigung seiner besonderen Verdienste um die Musikkapelle, deren Wachsen und Gedeihen er maßgeblich prägte. Rudi, der Hannes übergibt dir namens aller Musikantinnen und Musikanten diese Ehrenurkunde. Der Applaus für den Rudi. Damit übergebe ich das Rednerpult an unseren meinen Stellvertreter und darf mich zurückziehen. Liebe Konzertbesucher, ich habe jetzt nur eine Ehrung durchzuführen, eine wohlverdiente Ehrung. Man möchte es nicht glauben und man sieht es ihm nicht an, aber auch unser Obmann Andreas Ernsthauser ist bereits 40 Jahre Mitglied in unserer Kapelle. Als Musikant ist der Andreas ebenso flexibel wie in anderen Aufgabenbereichen, die über den Rahmen der Musikkapelle hinausgeht. Angefangen hat er mit der zweiten Stimme, mit dem Flügelhorn, neben dem legendären Ussi Obizhofer. Vom Flügelhorn wechselte er, weil es notwendig war, auf den Tenorhorn. Dazwischen erspielte er auf der Trompete das goldene Leisungsabzeichen mit sehr gutem Erfolg. Einen Engbass im Posaunenregister schloss er als erster Posaunist, um danach wieder als erster Flügelhorn zu spielen. Situationsbedingt wechselte Andreas wieder den Platz und stand als erster Trompeter seinem Mann. Heute wieder als Tenorist sein Können in der Kapelle einzubringen. Damit ist die musikalische Rolle unseres Obmannes schon fast beschrieben. Die organisatorischen Fäden zieht er seit mittlerweile mehr als 15 Jahren als Obmann-Stellvertreter bzw. als Obmann in unserer Kapelle. Und das soll auch so bleiben. 100% Zustimmung bei der letzten Wahl, bei der letzten Generalversammlung. Neben tollen Ausrücken, die unser Obmann an Land gezogen hat, war das organisatorische Meisterstück das Jubiläumfest im Jahre 2012. Anfänglich haben wir im Ausschuss die Vorstellungen des Obmannes beinahe überfordert und hartnäckig hat er seinen Plan durchgesetzt. Als die Vorbereitung und die 5 Festtage vorbei waren, hat sich seine Vision bestätigt und sogar mehr als erfüllt. Und wie er selber ausdrückte, es war sensationell. Andreas, wir übergeben dir auch die Urkunde des Landesverbandes für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Musikkapelle und freuen uns gleichzeitig, die Urkunde zum Ehrenmitgliedschaft in unserer Kapelle zu ernennen.
die Bundesmusikkapelle übergeben zu dürfen. Ich lese das noch viel, den Text oben auf dem Sesokörster, guck mal unten das. Für deine besonderen Verdienste der Musikkapelle, deren Wachsen und Gedeihen er maßlässlich prägte. So, ich bitte nun den Herrn Landesreferenten Markus Schlenk um einige Worte. Bitte. Sehr geehrte Konzertgäste, Fans und Anhänger der Bundesmusikkapelle Unterlangkampen, aber vor allem liebe Marketenderinnen, Musikantinnen und Musikanten, ich darf euch die Grüße des Landesverbandes und unseres Landesverbandspräsidenten Günter Platter überbringen und darf euch gratulieren zu eurem Konzert. Es ist immer toll, wenn man es dann hinter sich hat, die Probenarbeit über den Winter, und dann erfolgreich ein Konzert spielen kann. Ich darf euch da herzlich gratulieren dazu. Bei den Ehrungen habe ich manchmal den Eindruck, alle 5 Jahre kommen die gleichen wieder zur Ehrung. Die bleiben immer bei der Kapelle weiter dabei, nur ich kann es irgendwie verstehen bei den vielen jungen Damen, die dabei sind, dass man da nicht aufhören kann. Das verstehe ich. Ich darf der Kapelle alles Gute für die heurige Saison wünschen und auch für den weiteren Verlauf des Konzertes, und uns darf ich viel Vergnügen beim zweiten Teil wünschen. Danke. An dieser Stelle werden normalerweise die Grußworte der Gemeinde vorgesehen. Der Vizebürgermeister weilt bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Sandow in Schaffenau.